Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Try Connections Switzerland Event Video. Wir stehen hier noch in Luxemburg beim Volvo-Händler und schauen mal, wohin die Reise jetzt in die Schweiz geht. Nach Genf mit dem Raupenbagger. Volvo EC220E mal wieder 20,5 Tonnen für 19.200, eine Strecke von 533 Kilometer. 7,5 Stunden Fahrzeit. Dann würde ich sagen, wollen wir mal loslegen. Wir können ja die meiste Zeit mit 90 fahren. Wir sind dann ja schließlich lange Zeit in Frankreich. Fahrt vorsichtig. Starten mit dem Motor und legen los. Weit haben wir es? Ich habe eigentlich darauf geachtet, von wo wir den abholen. Scheinbar von LKW. Logistics. Hätte auch wieder von Sennebiller sein können. Aber diesmal nicht. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Da bin ich mir sicher. Aber wir sind ja eh nicht da. Also ich habe ja eh keine neue Route eigentlich. Eigentlich war das mit der neuen Route ja echt fake. Biege nach links ab. Bitte rechts halten. Und da hinten haben wir schon unseren Auflieger. Schnappen wir uns den. Wir sind da. Endlich, wir sind gerade erst losgefahren. Los. Dann wollen wir mal loslegen. Ich muss auf alle Fälle nochmal unterwegs tanken. Rundumleuchte an. Und dann schauen wir mal, wie die Reise geht. Wobei es ja eigentlich nichts Neues, ne? Wieder die A3 runter. Das ist ja die A. Die dann zur A31 wird in Frankreich. Dann fahren wir die A31 runter. Wechseln. Dann auf die Landstraße, die wir ja schon vorher gefahren sind, und fahren über eine andere Landstraße dann zur A1 bei Genf und dann wieder kurz die A1A und dann sind wir schon da. Rechts abbiegen. Und dann kann man ruhig mal den Blick wieder ausschalten. Ich habe auch nur aus Spaß geblinkt. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Fällt gerade auf, es war natürlich auch sehr smart. Vom Laptop gerenderte Video nicht mir anzuschauen, sondern einfach direkt zu backuppen, zu hochzuladen und anzuschauen, ob es wie gut es gerendert wurde und einfach schon mal das nächste Video hinterher zu rendern. Muss ich gleich nochmal machen. Immer geradeaus. Muss ich gleich auf jeden Fall machen. Vielleicht ist es dann gleich schon fertig bearbeitet, dann kann ich so gucken, wie YouTube das dann am Kreisverkehr erste Ausfahrt noch nehmen. Verhunzt hat. Nimm diese Ausfahrt.
auf jeden Fall links halten. Na, noch geht's nicht. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Erstmal muss ich links halten, so ist es ja nicht, ne? So, schon hier mit 40. Die Auffahrt hoch. Schon jetzt mit dem 90 durch die Gegend fahren. Und dann geht es auch schon rein wieder nach Frankreich. Ich bin echt gespannt. Samstag wird dann wieder die nächste ETS-2-Aufnahme. Dann wer ist die dann planmäßig wieder? Bin mal gespannt, ob wir irgendwelche wirklich jetzt dahin hinkommen, wo wir eigentlich hin müssen. Also woanders noch Neues hin. Apropos, wo Neues hin. Wir kommen doch bestimmt noch an der Tanke vorbei, oder? Maut, hier ist die nächste Tanke. Wir müssten also 182 Kilometer noch mit der Tankfüllung schaffen. Schaffen wir. Vielleicht muss ich auch gar nicht tanken. Allerdings, da ist nochmal schon in, weil ich, in die Alpenausläufer geht. Ich glaube, wir werden nochmal ein bisschen Sprit verballern. Dementsprechend sollte ich mir schnellstmöglich vielleicht doch mal den Tank aufsuchen. Auch wenn wir es prinzipiell schaffen sollten. Laut Dashboard. Aber ist ja auch nur so eine Momentaufnahme, ne? Also es kann sich sehr schnell ändern. Deswegen die nächste Tanke ist unsere. Bitte links halten. Okay. Warum auch immer. Aber ich nehme es dankend an. Muss man ja auch mal so sagen, ne? Übrigens, ich glaube, ich habe es ja im letzten ADS-Video gesagt, war ja glaube ich so, also ich kann, war es mir jetzt für diesen Rechner nicht sauber genug, um jetzt noch auf die Linkspur zu gehen, aber ich kann nebenbei quasi hier auf dem Laptop rendern mit Windows Wonder, ach Windows sage ich schon wieder, mit Wondershare Filmora. Also Kollege, wir dürfen ja 80, das weiß ich schon.
Ich kann ja auch auf 85 stellen, aber geht gleich wieder auf 90. Und kann nebenbei hier auf dem Rechner auch editieren und rendern. Naja, easy going. Ist doch gut jetzt. Passiert doch nichts da vorne. Jetzt werden wir von dem Kollegen links die doch überholt, vom DAF. Weil wir hier vorne einfach so einen Schleicher haben. Okay. Tempomat ausmachen und wieder anmachen. Bringt nichts. Ich muss sicher, wenn man schnell macht. Ich muss dann vielleicht irgendwann demnächst dann nochmal in langsamer Form machen. War gerade angenehm, dass ich irgendwie nicht länger so gegen gedockt bin. Manchmal schon ein bisschen spannend, wie das Ganze greift. Wir können uns links halten, wenn wir einfach durchrauschen wollen. So, rund auf 30. Im Grunde genommen müssen wir halt jetzt ja wirklich gerade gen Osten oder gen Norden. Sprich, Österreich wird gehen. Gut, dann halt Polen, Tschechien, Balkan und so weiter. Oder halt Norden, Niederlande, Belgien, Dänemark, Skandinavien halt allgemein, Großbritannien. Gut, und Südwesten geht natürlich auch nach Spanien oder Portugal. Aber gucken wir mal, wohin die Reise dann vielleicht geht. Können wir auch gleich hier im Anschluss an die Fahrt nach dem Abliefern. Können wir uns wieder zum Schlafplatz begeben haben. Mal nachschauen. Tanke nehmen wir mit. Was ist denn dieser beschissene Deckel?
schon halt immer so, weiß ich nicht, so Wasser mit leichtem Geschmack, so hier von Hella. Meistens, also da ich selber gerne Himbeere esse, also lieber Himbeere als irgendwie Erdbeere oder whatever. Aber Himbeere ist irgendwie meistens immer vergriffen oder so, deswegen habe ich in letzter Zeit immer eigentlich eher Kirsche oder Erdbeere oder so getrunken. Aber da ist ein normaler Verschluss dran und hier hat man so einen dämlichen Verschluss, wo die Lasche an Deckel kleben bleibt. Eigentlich wollte ich jetzt... Okay, jetzt ist natürlich super, jetzt habe ich so viel gequatscht, das muss ich eigentlich die Flasche hinstellen. Der Kranwagen, wo der hier wieder den Verkehr aufhält. Jetzt darf ich bloß keine hektischen Bewegungen nach links machen, ansonsten... Neu berechnen. Anderthalb Essen ist eigentlich da, wo nicht sein soll. Ich wollte gerade fragen, ob hier ein Unfall ist. €1,88, dann tanken wir mal voll. 788,5 Liter für 1482 Euro. Also ich werde nicht sagen, links ist noch sehr viel Platz im Gegensatz zu hier rechts. Just saying. Die Gendarmerie ist aber sehr dicht drauf, weil die klebt ja schon am Hinterteil. Vorne wird der Blecker gebremst. Jetzt sind wir zum Überholen an. Sind auch ein bisschen schneller. Obwohl wir nur 90 fahren und nicht 95. Das ist normal. Ein normaler Auftrag und kein World of Trucks Auftrag, dann würde ich ja mit hier mit 95 wahrscheinlich rumbrettern. Aber da ist ein World of Trucks Auftrag, ist Gegner natürlich nur 90. Maximum.
ja schon dabei. Und dann gleich wieder auf 90. Sind wir schon bei Dijon oder sind wir noch schon bei Lyon oder sind wir noch bei Dijon? Noch bei Dijon. Jetzt sieht man aber auch schön den Sternenhimmel, sowohl im Rückspiegel und im Seitenspiegel als auch vorne raus. Und da ist schon unsere Ausfahrt. Dann geht's ab jetzt auf die Landstraße. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Unter 50. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Das war nicht der richtige Blinker. Ich wollte nur die Verfolger verwirren. Wunderbar. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Kommt nix da auch nicht. Können wir erstmal schon geschmeidig mit 30 rum und wieder raus beschleunigen. Nicht auf 90, sondern auf 80. Wollen wir ein bisschen Landstraße jetzt hier fahren? Die Kurve gehen wir unter 70. Das war noch zu schnell. Am Anfang irgendwie nicht und dann hat es uns wieder rausgetragen. Mal auf der Fracht. Nee. Dann ist ja alles halb so wild. Dann ist ja alles halb so wild.
aus. Das letzte kleine Abschnitt. Bis wir dann in der Schweiz sind. Den ersten Abschnitt haben wir auch jetzt geschafft von der Landstraße. Demnächst rechts abbiegen. Ja, natürlich. Biegen nach rechts ab. Wollte ich noch mal als gegangen. Ich dachte, ich war 80 gegangen. Mein Fehler. War jetzt nicht der Plan gewesen. War ganz schön ruhig jetzt hier auf der Straße. Das erste Auto, das erste Fahrzeug, besser gesagt, was uns da lang begegnet ist. Nice. So macht's doch wieder Spaß. Immer geradeaus. Das ist 87 Kilometer noch. Dann sind wir doch schon da. Ein Öhrchen durch. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Oder sind das schon aus? Ah, können doch nicht Ausläufer gekämpft sein, glaube ich. Dafür müssen wir noch über die Grenze fahren. Vielleicht ist das gerade die Grenze, aber noch nicht.
Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Na klar. Vor allem hier mit 80 rein, Alter. Ja, wir sind tatsächlich über der Grenze. Immer geradeaus. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sicher doch. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich wollte gerade sagen, demnächst ist gut. So doll sollte ich laufen, weil es so. So ist man irgendwie abbremsen. Ist ja auch nur ein bisschen eng hier. Dürfte dann wahrscheinlich der Flughafen sein oder so. Zumindest irgendwo in der Nähe muss er ja sein. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay, ich bin verwirrt. Biege nach rechts ab. Okay. Dann links halten oder so? Bitte links halten. Ja. Guck mal wieder früh. Kommt ja alles wieder früh.
Und da sind wir schon da. Biege nach rechts ab. Den Weg, den kennen wir ja. Links halten. Hier waren wir schon mal. Ausfahrt links nehmen. Nimm die Ausfahrt links. Ist die Frage jetzt einfach mal YOLO rüber oder? Immer geradeaus. Okay. Das Problem mit Lex. Man denkt, man hat genug runtergebremst und weil es so wirkt, aber ist es nicht so. Wenn man auf dem Board schon raufbremst, vor allem ist auch wieder super. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Dann machen wir Mandela Tüchten aus und laden die Frage ab. Auszeichnet Raubenbagger Volvo EC220E von Luxemburg nach Genf geliefert. Gefahrenstrecke 532 Kilometer. Dauer 39 Minuten. Verbrauchskraftstoff 316,5 Liter. Das war der 205. erledigte ETL2-Wörterschlagsauftrag. Es gab dafür 19.186 Euro und 775 Erfahrungspunkte. Gucken wir mal, wo wir jetzt schlafen können, weil müssen wir ja auf jeden Fall. Gut, wäre es halt da wieder möglich. Wollen wir mal dahin. Fertig zum Losfahren. Biege nach rechts ab. Ist die Frage, riskiere ich jetzt und fahre ein bisschen schneller oder nicht? Ein bisschen Spaß muss sein. Weil ich, oh Gott. Angst habe. Ich glaube, ich sollte jetzt gerade die Zeit nutzen, um zu überholen, wo wir gerade haben. Ich muss links halten, glaube ich. Bitte so. Rechts halten. Oder auch nicht. Machen wir das andere. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, da sind wir auch schon gleich da.
Glück haben zu bekommen. Bleiben wir lieber links. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Wir sind heile angekommen. Und dann sind wir wieder beim Mercedes-Händler. Legen wir uns mal eben hin. Parken, besser gesagt, um es hinzulegen. Schau noch mal kurz nach, wohin es eventuell gehen kann. Wir sind jetzt bei 107, knapp 128.000, sehr schön. Also ob wir denn da überhaupt was haben. Ungarn, England und das wäre es auch, wenn ich jetzt gerade weiterfahren würde. Aber wir tun es nicht, deswegen vielleicht gibt es auch andere Aufträge als England oder Ungarn. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, entweder hier vom Trade Connections Switzerland Event oder vom Cruising Nebraska Event. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.